ich grüße dich zu diesem Video zum Neumond in Fische und zur aktuellen Zeitqualität. Ja, wir leben gerade in keiner leichten Zeit. Der Ukraine-Konflikt beschäftigt viele, beziehungsweise wirkt er sich natürlich auch energetisch aus. Oder er zeigt auf, dass wir gerade in einem großen Konflikt sind, der sich eventuell auch ausweiten könnte. Und jetzt ist es natürlich ganz wichtig, nicht in Panik zu verfallen, wirklich auch, wie so an diesem Neumond in Fische das Thema ist, zwischen Lüge und Wahrheit zu unterscheiden. Und es hört sich jetzt vielleicht leicht an, ja, man könnte sagen, ich verfalle nicht in Panik, man ist ja auch nicht in der Ukraine, das stimmt, wir sind nicht in der Ukraine, also ich zumindest nicht. Und ich erlebe aber von einigen, die in der Ukraine sind, die dort Bericht erstatten, beziehungsweise höre ich das auch von Bekannten, ja, der Krieg dort findet statt, es ist Fakt und es ist keine schöne Geschichte, es ist keine schöne Nachricht. Jetzt ist es natürlich immer hilfreich zu schauen, welche Fäden werden dahinter gezogen oder wer war in dem Konflikt mit beteiligt, damit kann man sich natürlich auch noch beschäftigen. Aber was vielleicht viel interessanter ist auch, was könnte es nach sich ziehen und könnte das nicht eventuell auch ein Nebenschauplatz sein, wo vielleicht ein anderer Schauplatz dann in der Zukunft stattfindet, zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich. Ja, wir sind sowieso in einem geistigen Krieg. Es ist ja nicht so, wie unsere Vorfahren das kennen, der Krieg. So scheint es nicht zu sein, sondern dass wir viel auf der geistigen Ebene bewirken können. Und deswegen ist es zum Beispiel auch ganz interessant, dass wir uns wieder dessen bewusst werden, dass wir eine hohe geistige Kraft haben und dass wir die wieder nutzen, ja, gemeinsam zum Beispiel. Also wenn wir zum Beispiel jetzt verspüren, dass in unserem Inneren noch sehr viel Krieg ist, dann ist es gut, eben an diesem Neumond das zu bearbeiten. Also es gibt ja dieses kosmische Gesetz, so wie innen, so außen. Und damit können wir schon mal Frieden in unserer nächsten Umgebung schaffen und Frieden in uns schaffen, weil das ist es ja, was gerade gebraucht wird. Und die Liebe ist immer größer als die Angst. Das wissen wir. Und deswegen ist es wichtig, auch weiterhin in dieser Liebesenergie zu bleiben und ganz wirklich sehr den Fokus darauf zu legen. Und dieser Neumond in Fische mit der schönen Jupiter-Konstellation neben Sonne und Mond, der verstärkt das auch noch, ja, auch für die Gerechtigkeit. Also es werden wir sehen, dass es viele Ungerechtigkeiten gibt. Es kann sogar sein, dass die in diesem Jahr noch viel ersichtlicher werden. Zum Beispiel auch in der USA, denn die hatte ja ihren Pluto-Return am 21.02., exakt nach 246 Jahren. Also Pluto spielt für die USA in diesem Jahr eine sehr große Rolle, denn Pluto wird nochmal rückläufig, läuft dann wieder über den Pluto vom Gründungshoroskop vom 4. Juli 1776 und dann Ende des Jahres wieder. Auch hier könnten sich mehr Macht-, Ohnmachtsthemen, Strukturzerfall, Korruption, also all das nochmal vermehrt zeigen, auch wirtschaftliche Krisen zum Beispiel. Und ja, also das spielt alles so ein bisschen mit hinein. Und ja, für Europa zum Beispiel auch könnte es sein, dass sich das wirtschaftlich ganz anders zeigt, vielleicht auch eventuell ganz andere Abhängigkeiten ergibt. Trotzdem, ja, Pluto spielt auch hier an diesem Neumond eine wichtige Rolle neben Venus und Mars. Und das bedeutet eben, mit uns in Liebe zu kommen, mit uns, mit dem männlichen und dem weiblichen Prinzip und ja, eben unsere eigene Macht auch anzuerkennen. Und in der Regel spricht es hier von einer großen geistigen Kraft auch, von einer führenden Kraft, also wieder in die führende Kraft auch zu kommen. Ja, und ich würde sagen, schauen wir uns mal das Planetenbild vom Neumond in Fische an. Sonne und Mond stehen in einer Konjunktion, so wie es immer ist an Neumond. Und ein Neumond ist immer eine gute Zeit für einen Neuanfang. Gerade dieser Neumond in Fische, der 2. März, da könnte es gut sein, wenn man zum Beispiel
sich eine Auszeit nimmt von Social Media, von den äußerlichen Gegebenheiten. Sowieso sind wir alle informiert, auch wenn man mal einen Tag lang kein Fernsehen schaut oder keine Social Media Kanäle anschaut. Und es geht hier viel mehr in diesem fischebetonten Neumond ganz stark um die eigene Medialität, um die eigene Kraft. Die Sonne in Fische ist ja sehr einfühlsam. Meistens sind Menschen mit diesem Sternzeichen sehr sensibel, medial veranlagt, sehr mitfühlend. Sie können sich vielleicht schlecht abgrenzen und ja, können auch sehr sich zu einem Helfersyndrom hinreißen lassen oder sehr in eine Opfermentalität verfallen oder zum Beispiel auch die Wege nicht direkt, sondern eher indirekt zu wählen. Es ist ja auch ein bewegliches Wasserzeichen, das Zeichen Fische, wo es darum geht, sich anpassen zu können, flexibel sein zu können und gleichzeitig mehr über die Gefühlswelt zu kommunizieren. Und so sind zum Beispiel auch Berufe im kreativen, im künstlerischen oder im heilenden Bereich in diesem Sternzeichen oft gut auslebbar und führen auch zum Erfolg. Der Mond in Fische ist genauso einfühlsam. Er hat oft die Gabe, eben die Gefühle der Umwelt aufzusaugen wie ein Schwamm oder beziehungsweise ist hier die Aufgabe, sich dann eben auch abzugrenzen und zu schauen, was sind denn überhaupt meine eigenen Gefühle, was sind die Gefühle der Umwelt. Und ja, es kann Menschen mit einer Fischebetonung eben passieren, dass wenn sie in einen Raum gehen und die Stimmung ist nicht so besonders gut oder schwingt nicht besonders hoch, dass sie dann natürlich auch damit das sofort spüren oder natürlich mit jeder Schwingung auch in Resonanz gehen. Und weil es hier an diesem fischebetonten Neumond mit Jupiter in der Konjunktion, dem ehemaligen Herrscher des Zeichen Fische, bevor Neptun entdeckt wurde, mit dem Jupiter hier in Fische also um Expansion und Glaubensfragen geht und dadurch auch im Zeichen Fische um die hohe Medialität und hier die Energie hier an diesem Neumond, auch diese Vorstellungskraft für sich positiv zu nutzen und natürlich auch das Feld positiv zu stärken, das ist hier an diesem Neumond besonders kraftvoll. Auch mit dem Neptun in Fische als Herrscher des Zeichens Fische. Also dieses Zeichen Fische wird hier positiv verstärkt, eben von Jupiter und Neptun. Die beiden lösen die Grenzen auf und verstärken so die Expansion der Heilkraft, der Kreativität. Und auch hier im Zeichen Fische geht es ja auch um Täuschungen und Illusionen, um Suchtverhalten, um Realitätsflucht. Also hier geht es auch sehr, sehr klar darum, die Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden. Mit dem Sextil zu Uranus von Sonne und Mond dürfen wir uns wahrscheinlich auf sprunghafte, auf spontane Veränderungen einstellen. Sehen wir jetzt, was eben in der Ukraine zum Beispiel passiert. Es könnten sich noch in diesem Jahr die Finanzkrise noch verstärken, die Gaspreise noch mehr steigen, auch zum Beispiel aufzeigen, wovon wir abhängig sind, von welchen Ländern, welche neuen Abhängigkeiten geschaffen werden sollen. Deswegen ist es umso wichtiger, dieses politische oder globale Spiel auch genauer zu durchschauen, was denn überhaupt dahinter steckt oder wer denn überhaupt dahinter steckt. Wunderschön ist hier an diesem Neumond, wie gesagt, die Jupiter-Konjunktion mit Sonne und Mond, das verstärkte Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, die Wachstumschancen, den Wunsch oder die Stärke, also unterstützt die Kraft, mehr jetzt die eigenen Wege zu gehen und auch die heilenden Fähigkeiten und auch die Glaubensfrage wirft dieser Jupiter natürlich auf. Also woran glaubt man? Glaubt man an sich selbst? Glaubt man an diese innere Führung oder die höhere Führung auch, die Verbindung zum göttlichen Kanal? Und lässt man sich auch mal treiben und führen?
Die weitere spannende Konjunktion findet im Zeichen Wassermann statt, Merkur-Saturn-Konjunktion, eine starke Konjunktion. Hier verbinden sich zwei Planeten, die gut miteinander etwas gestalten können. Der Merkur in Wassermann ist ja eher sehr originell, reich an Ideen, also eine gute Stellung für Kabarettisten zum Beispiel, weil er auch sehr viel Humor und Witz hier im Zeichen Wassermann hat. Und der Saturn, der ehemalige Herrscher des Zeichen Wassermanns, bevor der Uranus entdeckt wurde, der bringt hier die Planung und Struktur mit hinein. In diesem zukunftsorientierten Zeichen sind die beiden sehr gut gestellt an diesem Neumond, um für die Zukunft sich eine Vision zu gestalten und gleichzeitig auch zu strukturieren, wie man sich denn das vorstellt und welche konkrete Planung das haben könnte. Spannend ist sicherlich das Stellium im Zeichen Steinbock, im kardinalen Zeichen Steinbock, das führend ist, impulsgebend, und der Pluto hier in der Verbindung mit Venus und Mars, der bringt eine sehr, sehr große Transformationskraft mit sich. Es betrifft auf jeden Fall Partnerschaften, erotische Liebesverbindungen, auch sehr nüchterne Liebesverbindungen. Die Venus in Steinbock, die hat eher traditionelle Werte wie Treue, Zuverlässigkeit, auch dass der Alltag vernünftig oder überschaubar gestaltet wird. Also sie wählt eher hier im Zeichen Steinbock eine Partnerschaft nach Vernunftsgründen aus als nach großer Verliebtheit. Und der Mars ist hier, ja, wenn man die klassischen Würden anschaut, erhöht gestellt, und er kann hier sehr viele Dinge zu Ende bringen, hat eine große Ausdauer und ist auch eher gesellschaftlich orientiert. Das ist jetzt das Spannende im Zeichen Steinbock. Man könnte sich die Fragen stellen, wo passt man sich an, wo passt man sich nicht mehr an, wo verbindet man diese beiden männlichen und weiblichen Energien, wo möchte man mehr die Sexualität und die Erotik leben. Also immer wenn Venus und Mars auch zusammenkommen, ist es ja so, dass der Mars die eher Grobheit mit hineinbringt und nicht so taktvoll ist wie die Venus. Und die Venus ja eher Kompromisse eingeht oder Mars keine Kompromisse eingehen würde. Also es sind schon auch gegensätzliche Energien, die sich hier verbinden. Und es ist eventuell die Aufgabe, diese beiden Energien miteinander in Einklang zu bringen, sich eventuell von Strukturen oder von gesellschaftlichen Normen zu befreien. Und mit Sicherheit, wenn der Pluto hier dabei steht, können auch Partnerschaften zu Ende gehen, die keine gemeinsamen Werte haben oder wo bestimmte Dinge abgelebt sind. Also Pluto bringt ja immer viel Veränderung, Zerfall mit hinein, auch Zerstörung von etwas, aber hat auch sehr therapeutische Energien. Spannend ist hier auch noch die Quinkung zu Lilith. Das ist hier die wahre Lilith. Die interpolierte Lilith würde jetzt hier ein paar Grad weiter im Zeichen Zwillinge stehen. Und Venus, Mars und Pluto bilden diesen Fingerzeig Gottes im Endeffekt mit dem absteigenden Mondknoten. Und dann wird das Thema Sexualität, Stirb- und Werteprozesse, Transformation natürlich noch mehr verstärkt, aber auch hier wirklich in die Tiefe zu gehen, die Wahrheit anzuschauen, auch mal die Wahrheit über sich selbst. Also manchmal wollen wir ja nicht anschauen, dass wir selbst vielleicht Streit verursachen oder dass wir auch manchmal nicht die Wahrheit sprechen, dass wir keine Position beziehen, dass wir nicht klar in unserem Denken und in unserem Handeln sind. Und manchmal können wir auch nicht klar sein. Wir sind halt auch Suchende und Findende in diesem Leben, in jedem Leben. Und trotzdem ist es sehr heilsam in dieser ganzen Zeitqualität, in der wir uns befinden, weil es findet ja viel auf der geistigen Ebene gerade statt, dass wir uns selbst nicht bekriegen und schauen, wo möchten wir in uns noch was erlösen, wo bedarf es auch etwas zu erlösen. Also die Lilith hier im Zeichen Zwilling ist ja auch immer so ein Hinweis, entweder in die Tiefe oder in die Wahrheit hineinzugehen, und zu schauen, wo verweigert man sich zum Beispiel auch so einer Veränderung.
Und das Trigon zum Mondknoten, das ist ja ein harmonischer Aspekt auch, der zeigt nochmal die eigenen Werte auf, beziehungsweise stellt auch die Fragen nach den eigenen Werten. Welche Werte möchte man leben? Wo bedarf es einer Abgrenzung? Wo bedarf es einen klaren Standpunkt? Und ja, Pluto auf der globalen Ebene, das sehen wir ja seit dem 10.01.2020, wo ja die Pluto-Saturn-Konjunktion war, sehen wir ja, dass sich sehr viel geändert hat und es wird sich auch weiterhin noch im politischen System mehr verändern. Und deswegen ist es auch hier ganz wichtig, genau hinzuschauen und sich nicht von Medien täuschen zu lassen oder alles zu glauben, sondern wirklich auch immer wieder zu hinterfragen. Der Fische hat ja eine sehr große Intuition, eine gute Intuition. Und mit dem Jupiter wird es sehr verstärkt, während der Steinbock sich ja wirklich oft an gesellschaftliche Normen hält, eine eigene Struktur aufbaut. Und hier mit dem Pluto kommt es eben zu viel Veränderung und Transformation. Sicherlich wird hier mit dem Pluto das Sexuelle nochmal verstärkt, weil er ja bei Venus und Mars steht. Also die sexuelle Kraft ist sehr betont. Ohnmachtsgefühle, Abhängigkeiten, Machtgefühle. Es wird sehr vielleicht dominant an diesem Neumond bewusst auch, welche Abhängigkeiten man im persönlichen Bereich hat, welche Wünsche eventuell unerfüllt sind, wo man sich ohnmächtig fühlt. Und vielleicht kommt ein verstärkter Aggressionsdrang auch zutage, weil ja Mars und Pluto, die beiden auch zusammenstehen. Und da kann man auch sagen, dass der Mars, der war ja der Herrscher vom Zeichen Skorpion, wo jetzt Pluto der Herrscher vom Zeichen Skorpion ist. Also auch hier stehen zwei Herrscher in einer Konjunktion. Und es bringt das Thema Macht mit Sicherheit auf den Plan. Und von daher, das werden wir global sehen. Das spielt sich im persönlichen Bereich ab, kann sich hier abspielen. Deswegen ist es so wichtig mit dieser Mars-Venus-Konjunktion, wenn die beiden, wenn die sehr erfüllt in ihrer Konjunktion sind, können das hervorragende Trainer und Coaches sein. Das Weibliche und das Männliche ist verbunden. Und darum geht es auch für uns persönlich, mehr der göttlichen Führung zu glauben oder sich der göttlichen Führung hinzugeben und gleichzeitig den Frieden in sich auch zu schließen, eventuell etwas Altes zu transformieren, was einen behindert, in die eigene Macht zu kommen. Also das können ganz, ganz wichtige Themen hier an diesem Neumond sein, der sehr transformierend sowieso für die allgemeine Zeitqualität. Und dann am 6. März gehen Venus und Mars gemeinsam in das Zeichen Wassermann über. Also hier haben sie auch wieder eine Konjunktion, eine exakte Konjunktion. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass wir auch weiterhin schön an uns arbeiten, im Männlichen, im Weiblichen, in diesen Energien, in unserer Intuition schön bleiben, nicht in eine Angst verfallen, sondern einen klaren Blick weiterhin behalten. Aber natürlich auch zu schauen, was will in einem selbst noch geheilt werden, was will in einem selbst noch gelöst werden. Ja, das war soweit von mir zu diesem Neumond in Fische, zu der aktuellen Zeitqualität. Ich ziehe nach wie vor wie immer eine Astrokarte zu jedem Neu- und Vollmond und schauen wir mal, welche Karte diesen Neumond und auch die aktuelle Zeitqualität begleitet. Ich die hier. Pluto, Transformer. Also scheint sich auch wirklich etwas zu verändern. Diese Karte deutet auf tiefe Veränderung und darauf, deine Macht anzunehmen. Besonders hier mit Venus und Mars natürlich gut geeignet oder vielleicht gerade ein starkes Thema. Im unerlösten Sinne setzt du dich selbst unter hohen Druck oder möchtest jemanden sehr beeindrucken und manipulieren. Vielleicht übt auch jemand auf dich Druck und Macht aus. Der Stirb- und Werdeprozess, für den Pluto steht, wird in der Sexualität im Orgasmus erlebt. Man nennt ihn der kleine Tod. Also die Sexualität spielt hier auch wirklich eine große Rolle.
Genauso leitet Pluto Veränderungsprozesse ein, die ein Loslassen bedingen. Er fordert dich auf, deinen Gefühlen wahrhaftig zu begegnen. So machst du neue, wertvolle Erfahrungen. Woran hältst du fest, wo es Loslassen bedarf? Erlebst du eine erlösende, sinnliche Sexualität? Wo bist du machtvoll? Wo bist du ohnmächtig? Und die Affirmation ist, ich nehme die Transformation an. Ich würde auch sagen, weil Pluto hier im Zeichen Steinbock steht mit Venus und Mars zusammen, wo könnte man mehr Frieden in sich schließen? Wo ist man vielleicht auch aggressiv? Oder wo hat man seine Gefühle zum Beispiel nicht unter Kontrolle? Also das wären noch so Themen und Fragen im persönlichen Bereich. Ja, soweit war es von mir zum Neumond in Fische und zur Zeitqualität. Ich freue mich sehr, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich freue mich wie immer über ein Like, über ein Feedback, über ein Abonnement. Auf meiner Webseite annaroth-coaching.com findest du weitere Angebote. Du kannst dir auch dort jederzeit gerne gratis eine Astrokarte ziehen, dir den kostenfreien Seelenort-Checkup herunterladen, dich unverbindlich in meine Newsletter eintragen, um weitere schriftliche Informationen über Neu- und Vollmond zu erhalten. Und dann gibt es weiterhin mein persönliches Coaching und meine weiterführende Coaching-Begleitung. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Zuschauen und ich wünsche dir eine wunderbare Neumond in Fischezeit, eine wunderbare allgemeine Zeit an deinem Seelenort. Bis dann.